Also die Umwelt, die man so um sich herum wahrnimmt, ob du jetzt in eine Gastronomie gehst, ob du jetzt in einer Firma irgendwo Kunde bist oder irgendwas, in einem Hotel bist, keine Ahnung, die Standards sind eigentlich relativ niedrig. Ich denke mir manchmal, die Leute wollen so sehr irgendwelche anderen Leute beeindrucken und vergessen fast immer, sich auch mal selbst zu beeindrucken. Also damit meine ich gerade so insbesondere dieses Thema eigene Standards. Habe ich auch ein Buch geschrieben. Die Leute haben so niedrige eigene Standards, insofern, dass sie wenig von sich selbst verlangen. Und das heißt, die wollen immer die Bestätigung und die Anerkennung von außen, anstatt irgendwie auch mal seine eigenen Ziele und Standards zu setzen und die dann zu erreichen. Also sich selbst mal zu beeindrucken, anstatt immer die anderen. Das fällt mir wirklich sehr stark auf. Und ich glaube sogar, dass die Leute viel mehr erreichen würden, wenn sie sich ihre eigenen Standards setzen würden und versuchen würden, selber stolz auf sich zu sein, sich selber mal zu überraschen und zu beeindrucken, anstatt immer andere, weil eigentlich haben andere gar nicht so hohe Standards, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Also die Umwelt, die man so um sich herum wahrnimmt, ob du jetzt in eine Gastronomie gehst, ob du jetzt in einer Firma irgendwo Kunde bist oder irgendwas, in einem Hotel bist, keine Ahnung, die Standards sind eigentlich relativ niedrig. Oder Trainer und so weiter und so fort. Die Standards sind relativ niedrig, die Ansprüche sind niedrig und nach denen will ich mich bestimmt nicht richten. Also ich habe sehr hohe Ansprüche für mich, an mich und will die auch erfüllt wissen und bin aber im Umkehrschluss dann aber auch stolz, wenn ich das erreiche, wenn ich mir etwas vornehme und wenn ich auch gewisse Dinge für mich selbst erfüllen will und die dann auch erreiche. Dann finde ich das sehr viel befriedigender, als wenn ich irgendjemanden anders beeindrucken will, den ich vielleicht nicht mal mag und von dem dann letztendlich doch keinen Zuspruch kriege oder wie auch immer. Ne? Also das ist ein Enttäuschungsspiel. Also das ist, dabei kannst du eigentlich nicht gewinnen, wenn du andere Leute beeindrucken willst. Dich selbst. Das kann man, da hat man die Kontrolle.